Das waren die letzten Instruktionen und dann kann es auch gleich losgehen. Seconds out. Seconds out, round two. Immer machbar, ne, wenn die Luft vorbei ist. Ivan Steko, blutjunger Trainer, ist er weggerutscht. Hat leider eine chronische Verletzung, da war ein Riesentalent. Ne? Absolut, absolut. Ja, da fehlt jetzt kompletter Saft. Ja, er drückt natürlich jetzt. Er kann die Schläge nicht mehr so anbringen wie am Anfang der Runde. Ja.
guter Einstieg zum Schluss. Ja, haben wir beide noch eine Runde vor sich. Ja. Ich würde mal sagen, die war relativ ausgeglichen. Bisschen vielleicht für den Anfang noch Rama. Ja, da hat er mal. Und da hat man auch gemerkt, so wieder langsam aber sicher die Kräfte da sich verflüchtigten. Aber bei den Ringrichtern und Punktrichtern, meist auch bei den Zuschauern, bleiben immer die letzten 30 Sekunden in Erinnerung. Und die waren natürlich nicht so toll. Zwölf Kämpfe haben wir heute, also ganz schön sattes Programm. Und freuen uns natürlich auf den Hauptkampf von Marie Lang, der erst kürzlich verkündet hat, nur noch zwei Kämpfe inklusive dem heutigen zu bestreiten. Dann ist ihre Karriere beendet. Ich glaube, da macht man sich natürlich einen großen Druck, ne? Nochmal richtig abliefern zu können. Ja. Der Kampf von Leon Gavanas wird natürlich auch spannend. Gestern ging es heiß zur Sache bei der Waage, wo ihn der Trallero geschubst hat. Also noch Einzelaktion jetzt hier. Versucht nochmal das Knie ranzubringen. Aber Henri Chalet sagt auch nur ein Knie beim K1. Ein Knie ist erlaubt, nicht zwei hintereinander mithalten. Also er muss noch ein bisschen zulegen, der Aturim Rama. Belegte jüngst beim World Cup in Bregenz den zweiten Platz, also Silbermedaille. Siebenmal ging Gold nach München. Allein Mariella Steko sicherte sich drei Titel, Maximilian Drummer zwei, die restlichen kamen von Gabriela Stavridis, Sam Al-Mandawi, Dino Bilancia, den sehen wir heute auch noch, und Nikolai Nikov. Ja, aber er macht ein bisschen mehr, der Ostoja. Ja, gerade im Rückwärtsgang ist natürlich der Rama nicht so stark, weil er die Deckung fallen lässt und kassiert dann dementsprechend. Ja. Aber trotzdem, er kommt immer wieder und versucht es. Beide, aber man sieht einfach, die Energie ist gerade sehr low bei beiden. Versuchen zwar noch Aktionen zu bringen, aber eher halbherzig. So, da war der erste Kampf. Also beide haben sich redlich bemüht hier. Der Ostoja mit dem besseren Start. Mitte der zweiten Runde kam dann Rama ein bisschen besser in Schuss, aber die dritte Runde, die würde ich wieder dem Ostoja geben. Ja. Hat mehr gemacht und auch die klaren Treffer gesetzt. Hier, das ist alles Deckung. Und ja, die rechte war halt drin. Tobias Drews ist der Ringsprecher heute Abend. Ja, nochmal das Knie gut zu sehen. Tja, jetzt warten wir mal ein bisschen hier. So, meine Damen und Herren, auf dem Weg zum Urteil. Die drei Punktrichter haben entschieden, das sind Goran Filipovic aus Serbien, Steven McFarlane aus Nordirland und Chris Legien aus Polen. Und das Urteil lautet, mit 2:1 Punktrichterstimmen geht der Sieg in die rote Ecke, meine Damen und Herren. Alex Ostoja. Vollkommen zu Recht. Völlig gerechtfertigt, absolut. Ja, aus dem Burschen kann was werden hier. Auch an Aturim Rama natürlich. Vielen Dank für und gleich geht es weiter mit den Superfights. Yves Brünner aus der Schweiz gegen Nikolai.